So, Freunde, den einen kriegt ihr doch jetzt noch, oder? Oh, oh. Das wird ziemlich tödlich für dich enden, Freund. Ja, ich hab's ja gesagt. So, Freund. Das war's für dich. So, da, so gehen wir um hier mit Leuten, die auf uns schießen, ja? What the fuck? Hä? Was war denn das jetzt? Oh Gott. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von GTA 5 LSPDFL. Wir sind jetzt im wunderschönen Los Santos, wer hätte das gedacht? Und ich habe heute einerseits ein Map-Mod am Start. Zudem werden wir auch gleich hinfahren. Das lasse ich jetzt mal soweit nur offen, wenn ich es nicht schon in Thumbnail so ein bisschen gespeichert habe. Das könnte natürlich sein oder im Titel. Und natürlich habe ich wieder ein brandneues Auto für euch parat. Und heute werden wir mit einem wunderschönen BMW X5 fahren. Ja, meine Damen und Herren, ein SUV heute mal an der Stelle. Ich würde jetzt mal behaupten, ein sehr schöner SUV. Das sage ich, glaube ich, zu jedem BMW. Es werden in der nächsten Folge wird auf jeden Fall mal wieder eine Anne-Marke kommen. Also die BMW-Flut ist jetzt mal vorbei soweit. Auch wenn bei mir die Flut durchaus länger sein könnte, weil ich mit BMW-Modellen immer rumfahren kann. Aber ich will ja da ein bisschen Variation reinbringen. Und das werde ich natürlich machen. Ich muss sagen, dass ich gerade echt so ein ekliges Kratzen im Hals habe. Ich hoffe jetzt mal echt an der Stelle, dass ich nicht irgendwie mich erkältet habe oder so ein Scheiß. Ja, das wäre echt nicht schön. Mir fällt aber gerade noch auf, dass hier an der Aufnahme irgendwas ein bisschen komisch ist. Das heißt, ich werde da nochmal kurz gucken. Nicht, dass ihr hier nicht aufnimmt. Das ist echt ein bisschen scheiße. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Das sollte eigentlich nicht sein. Deswegen sehen wir uns gleich. Bis dann. A few moments later. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe nur kurz geguckt. Alles ist okay. Ja, er nimmt auf. Ich wollte nur sicher gehen, weil sonst würde ich jetzt hier aufnehmen und das wäre ein bisschen scheiße. Deswegen. Ja, gut. Wir fahren jetzt mal zu dieser Crime Scene. Ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich diesen Mapboard jetzt geladen habe, sind meine FPS ein bisschen weiter runtergegangen. Sie sind aber jetzt mal in dem Bereich, wo ich, sage ich mal, noch keine Probleme habe. Gut, da müsst ihr jetzt schätzen, aber ich denke schon, so stabil 30 bis 40 FPS, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Aber ich werde vielleicht das mit 18 das Spiel neu zu laden, wenn ich diese Map-Mod gezeigt habe, weil, ja, wisst ihr Leute, wenn ich hier jetzt 25 Minuten lang Einsätze mache und so und ich sag mal so 5 oder 6 FPS weniger habe, nur dafür, dass da hinten irgendwie Mod geladen ist, den ich dann eh nicht mehr benutze, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ja. So. Wir sind auch schon hier am Start und zwar hier ist unsere Crime Scene. Und Leute, der Tugan hat endlich mal einen Skin. Hey, der ist immer schwarz, warum immer. Okay. So, sind schon ganz viele Kollegen vor Ort. Da werden wir uns mal anschließen, so ganz unterbewusst. Ja. So, so ganz kackendreist einfach davor stellen. So. Okay, jetzt könntest du vielleicht nur den Motor ausschalten. Wir müssen ja auf die Umwelt achten. So, gut, da sieht man mal diesen Größenunterschied. Sorry. Da sieht man mal diesen Größenunterschied. Hier, der B7, wie kleiner ist im Gegensatz zu den X5. Der X5 ist ja ein Riese dagegen so. Okay. Und der Ding hier auch ein bisschen, ne? So, dann gehen wir jetzt mal hin. Oh mein Gott, mein Hals, ey. Und dann schauen wir, was hier los ist. Es tut mir leid, wenn ich heute vielleicht ein bisschen umjammer. Aber das mit dem Hals ist gerade echt schlimm, ja. Das fällt mir jetzt auch gerade auf, nachdem es so viel geht. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch sehr viel trinken, dass ich das überhaupt hier so weit, weil das ist echt unangenehm. Ach, so. Es tut mir leid. Es werden wieder bessere Zeiten, wo ich nicht so. Wo ich nicht so angeschlagen bin. So, die Kollegen nehmen hier schon soweit Personalien auf. Da störe ich jetzt mal nicht weiter. Und wir schauen mal weiter in die Details. Hier steht ein
Oh, hier werden ja schon fleißig Bilderchen gemacht. Das FBI ist auch da, das ist natürlich auch nicht schlecht. Obwohl die Outrigger eigentlich da schon haben. Das ist natürlich auch so interessant. Gut, die machen hier schöne Bilder. Ich würde mal sagen, da hat es jemand zerlegt. Und der Kollege macht... Ah ne, jetzt wollte ich schon sagen, der Kollege macht einfach nur Bilder vom Fenster. Und sonst ist hier wahrscheinlich nichts mehr, oder? Oder meine Damen und Herren, oder? Nee. So, wisst ihr, diese Map-Updates sind halt schon immer recht schick. Weil, klar, man kann da natürlich noch ein bisschen was mit der Ambiente arbeiten, aber es ist jetzt auch nicht mehr als, ich zeig sie einmal und dann ist es vorbei, so wisst ihr. Deswegen meine ich ja, ist es ein bisschen blöd, wenn die dann die ganze Zeit geladen sind. Aber was hier gerade auffällt, ich muss auf jeden Fall wieder einen Checkpoint einbauen, weil das hat tatsächlich recht viel Sinn gemacht. So. Wo geht's bei euch hin? Gut. An der Stelle will ich übrigens auch mal kurz sagen, also am 31. Dezember, auf Traffic the Bagger Return, dass am 31. Dezember, da wird ein neues Polizeispiel erscheinen, also höchstwahrscheinlich dort, meine Fresse, was soll denn die Scheiße? Und dieses Spiel werde ich definitiv auch hier vorstellen auf diesem Kanal, weil das könnte ziemlich gut werden sogar tatsächlich. Also da muss ich mal, das schauen wir uns dann an, dann könnt ihr selber eine Meinung darüber bilden. Aber ich finde es für meinen Teil auf jeden Fall zeigenswert. Ja. Also gut. So, jetzt kann ich gleich mal gucken, kann ich das jetzt vielleicht wieder entladen? In Anführungszeichen. Nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist natürlich ein bisschen belastend, aber jetzt fahre ich hier vorbei, ey, ich bin ja auch dumm. Oder kann ich einfach alle Entities deleten? Ah, egal, ich lasse es einfach so. Die FPS sind ja noch in den recht guten Zustand. What the fuck? Die FPS sind ja noch in den recht guten Zustand. Wer ist hier gerade gestorben? Ey, ist keiner gestorben, oder was? Ey, was macht ihr da auf dem Balkon? Und vor allem, was macht... Moment, hat er gerade ein Selfie gemacht? Hallo? Guten Tag, der Herr. Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis. So, ich habe übrigens eine neue, brandneue Version von diesem Stop the Pets Plugin eingebaut. Alter, ich habe jetzt gerade Jim Canister gelesen. Ich wollte schon sagen, der heißt mit Nachname Canister, ey, aber der heißt ja gar nicht Canister. Scheiße. Jetzt haben wir nochmal nach der Eddie gefragt, egal. Leise ist es Bayer, der ist ja nicht im Fahrzeug, deswegen. Wo geht der denn hin? Das würde mich mal interessieren. Er geht zur Arbeit. Ach so. Na dann gehen wir weiter zur Arbeit. Dies ist so issue warning. Komm, nee, wir durchsuchen ihn noch. Wir sind ja so Cops, wir dürfen alles. Wir dürfen ihn noch einfach so durchsuchen. Ohne Tatverdacht, deswegen nutzen wir das natürlich aus. Weil, das muss man natürlich schon ausnutzen. So. Ah, jetzt öffnet sich sogar so ein Menü, oder? Bros. Ah, okay. IAA Badge, Wirecutters. Oh Gott. Was, der arbeitet bei der IAA, oder was? Um Gottes Willen. Da bin ich raus. Sorry, Dude. Achso. Dismiss. So, piss dich. Ich möchte nicht mit der IAA fucken. Das ist nicht so gerade mein Ziel. So, bitte alle mal out of the way. Dankeschön. So, da ist schon unser netter Herr mit einem wunderschönen Gesicht. Warte, der auf uns. Boah! Habt ihr das Einparkmanöver gesehen? Okay, das war jetzt nicht ganz eingepackt, aber es war schon nah dran hier. So. Ich hoffe, der schaltet es sich gleich wieder die Sirene ein. Nee, tut er nicht. Okay. Hey, Officer. This person, he was swearing in and out of the lane. Okay. The driving was pretty erratic too. I'm going to check them out. Okay, die junge Frau oder Herr ist in der Spur hin und her geflattert, deswegen. Tut jetzt hier mal der Kollege. Ist es ein Herr? Ist es ein Herr, oder?
Naja, mit den 2006er Suburban, das ist natürlich auch ziemlich interessant. Tahoe, nicht Suburban. So, da müssen wir jetzt schön drüber labern, weil da läuft nämlich gerade Data Zone, da ist uns wieder Gamer-Problemchen. Und da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, was ist denn bei euch los? Let's go and discuss the situation with you. Ach so, wir sind noch gar nicht fertig. I could smell alcohol on the driver's breath. I don't have my breathalyzer with me, Stro. Könnt ihr breathalyze the driver for me? Ja, natürlich! Ja! Das mache ich doch gerne. If they ran over the limit, arrest them. Okay. Ja, ist kein Problem. Ich kümmere mich drum. Hast du noch was zu sagen? Nee, hast du nicht. Okay. So, dann gucken wir mal. Wie schaut's aus? Hallöchen. So, bitte steig... Alter Schwede. Ja, Alkohol. Ja, jetzt, das ist natürlich, das wird jetzt interessant, wie überleitet ist. Jetzt bin ich gespannt. Mann, jetzt diese scheiß Danger Zone Lead. Das ist echt belastend. Ich muss nämlich die ganze Zeit drüber labern, weil sonst triggert die GEMA gleich. Das sehe ich schon. Alter, der Typ ist richtig fett drüber. Jetzt schalt die scheiß Karre aus, Mann. Nein. So, jetzt kriegen wir kein Problem mit der GEMA. Alles. So. Also, 0,1, der ist deutlich drüber, der Junge, ja. Jetzt würde ich aber gerne noch schnell einen Ausweis von ihm sehen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der einen offenen Haftbefehl hat. Das rieche ich jetzt schon so irgendwie. Land White. Ja, nein, das ist nicht nochmal den Ausweis. Da ist es expired. Hat der vielleicht noch gekifft oder so? Komm, machen wir nochmal Drogentest hier. Wenn dann schon die volle Ladung, ja. So. Dann blas mal rein, immer. Ja, okay, die Gunga hat er sich nicht reingezogen. Das ist schon mal ein Vorteil. So, gut, okay. Du bist trotzdem festgenommen. So, sie sind festgenommen. Zack. Dann machen wir gar nicht lang rum hier. So, und dann, ach stimmt, wir müssen dich ja so ab. So geht das. So, und du kommst gleich in die Entzugsklinik, Freund. Jetzt geh auch noch Hus, meine Fresse. Was ist mit dir los? Ey. Komm raus da jetzt. Nein. Ja, genau. Klau halt erst das Auto, Kuni. Ist kein Problem. So, wir brauchen... Was? Perform CPR? Seit wann geht denn das, bitteschön? Komm, wir performen da CPR hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das habe ich noch nie gemacht. Los, du schaffst es, Bro. I'm gonna revive you. Hold on. Oh shit. Oh, schöner Sonnenuntergang. Mann, jetzt. Was ist denn jetzt hier los? Da wird doch irgendjemand überfahren. Ich glaube, der Typ ist tot. CPR is failed. Ja, das haben wir jetzt schon fast gedacht. Aber geil, dann können wir jetzt immer so Erste machen, wenn wir wollen. Ja. Also ich sage ja, dieses Stop the Pet Plugin, das ist echt super. Das ist eher so das Gegenstück zum Arrest Manager und ich habe eigentlich war ich da nicht so überzeugt davon, weil ich immer so den Arrest Manager bevorzugt habe. Aber mittlerweile bin ich tatsächlich von Stop the Pet mehr überzeugt. So. Ja, okay, die Leiche brauchen wir jetzt nicht durch. Ja, wir jetzt gern Corona. Wir müssen den jetzt nicht. Get me back up now! Okay, und das Fahrzeug lässt mich natürlich abschleppen. So, mit einem latschen Towtruck. So, der Kollege, wie schaut's bei dem aus? Der will nicht weiterfahren, dann fahren wir halt einfach mal. So einfach geht das. So. Servus! Es geht, Dude! So, wie schaut's aus? Nothing in life is a certain expect deaths and taxes. Ja, stimmt. Da gebe ich dir recht. So, ein Stoppschild, da muss er natürlich stoppen, ja, weil ich natürlich so einen Fakt drauf gebe, in seinem Verkehrsregel. Man kennt es ja. Gut, für die, was ich übrigens fragen, wieso ich nie in der Nacht spiele, das hat tatsächlich einen Grund. Weil nämlich YouTube sehr dunkel rendert und das Problem ist, wenn ich in der Nacht spiele, dann seht ihr alle nichts mehr. Also ich schon noch, sehr gut, aber auf YouTube nicht, weil YouTube echt so sehr dunkel rendert. Oder sehr alles dunkler macht, wie so auch immer. Ey, da können wir ja rein.
Sollen wir mal in den Bahama Mama Club gehen? Komm, wir gehen mal in den Bahama Mama Club. Ein bisschen Party muss sein. So, hier. Ich hoffe, jetzt raucht nichts ab oder so. Nee, tatsächlich nicht, okay. So, alles klar, was ist hier los? Geht hier Party ab oder was? Hey, geht ja gar nichts ab. Was soll die Scheiße? So, ich dachte, ich kann hier Party machen. Hier ist hier tote Hose. Okay, da gehe ich wieder. Tote Hose hier, ja, gibt's ja nicht. Ich habe jetzt gedacht, hier Bahama Mama geht's ab, aber nein, gar nichts ist hier. So, geh mal wieder raus. Das habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, wunderschöner Sonnenuntergang. Es schaut gerade so ein bisschen nach Miami aus, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss ja ehrlich so sagen, so ein GTA 5 in Miami hätte auch übelst, wäre auch übelst geil gewesen, aber Los Angeles geht natürlich auch vollkommen klar. Ein Gässchen, da bin ich doch. Hallo? Hallo? Was ist denn? Ja, okay, die haben eigentlich Vorfahrt, aber das juckt mir jetzt nicht, weil ich reg mich trotzdem auf. Oh, was haben wir denn hier? Ein Früchtchen! Und was. Ne, was ist mit ihr hin? Das ist tatsächlich ein bisschen verdächtiger. Was geht denn hier ab hier? Irgendeine Vergewaltigung oder so? Weil da hätte ich jetzt schon mal Bock, jemanden einzuknasten. Was ist mit ihm hier los? Der ist, irgendwie schaut er mir ein bisschen. Eigentlich finde ich sie sehr verdächtig, aber da komme ich nicht hoch. Deswegen greife ich mich jetzt, tue ich jetzt ihn hier ins Unglück ziehen. Ja, lass die Zigarette gleich fallen. Das ist doch eine super Entscheidung. So. Ausweis, Schnuggi, kurz. Das will ich mir dann Ausweis sehen, ja? Aber er hat sogar eine Handgun. Ah, ja. Okay, dann checken wir den mal kurz über den Polizeicomputer. So, wenn wir ja diesen Polizeicomputer haben. Aber wir können hierüber auch Backup requesten. Okay. Wie funktioniert denn das? Suspect Transport. Ach lol. Ja, da hätte ich, dann bräuchte ich ja dieses Traffic Update-Dings da gar nicht. Suspect Transport. Das würde mich mal, würde ich echt mal gerne wissen, wie das funktioniert, aber okay. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. So, Dominik. Du. Okay, 24 ist er. Handgun-Lizenz, das wissen wir. Hat der. Ach du Scheiße. Wieso haben denn die alle so viel Dreck am Stecken? Das ist ja der Wahnsinn. Hier, drei Sachen auf einmal. Ach so, der ist anscheinend mit einem. Ah ne, das war doch an verschiedenen Orten. Das habe ich schon gedacht, das war an gleichen. Okay, Lookout. So. So, Freundchen. Ich habe leider Husten. So. Vielleicht hat er sich ja gerade einen Joint durchgezogen. Das könnte natürlich durchaus sein, deswegen machen wir mal kurz einen Drogentest. Das sieht immer so lustig aus. So. Und dass wir ihn jetzt noch so richtig durchmobben können, machen wir jetzt noch so einen Deppentest. Und zwar, wie ging das nochmal? Nein, so ging es nicht. Scheiße, ich suche gerade dieses eine Menü da. Ah, egal. Dann geh weiter. Hier, Uber. Kriegst ein Uber. Hier. Du musst hier weg, ja. Schaut irgendwie voll geil in diesem Licht aus, oder? Schaut irgendwie so richtig so. So richtig. Das schaut schon tatsächlich richtig fett realistisch aus in diesem Licht. Was ist denn das hier? Dieses alte Licht hier, das schaut echt. Also ich habe ja so einen kleinen EMB eingebaut, der ist wirklich nicht groß, der ist wirklich minimal. Und dieser EMB macht aber wirklich krasse Lichtstimmungen, vor allem am Abend so. Hier, wenn die Sonne so untergeht, da ist der EMB echt verdammt geil. So für den Tag jetzt nicht so direkt, aber für die Nacht und Abend ist der EMB richtig geil von der Lichtstimmung. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal Lichtstimmung oder so gesagt. Dafür auch echt Props an mich. Pursuit of Armed Suspects. Yay, endlich mal eine Verfolgung. Ich habe ja schon gedacht, das wird heute gar nichts mehr. So, alle aus dem Weg. Wir haben hier böse Buben. Ich weiß zwar nicht, wo die gerade sind oder wo die hinfahren.
Aber wir schicken den Helikopter an den Arsch, dass wir sie nicht verlieren. So. So, da, ach, die fahren ja auf diesem Weg. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass ich ein bisschen Textures krieg, aber nicht aus dem Grund, weil nämlich, ich glaube, das kommt von dem Map-Editor, ja. Da sieht man mal, dieser Map-Editor, der zerschießt echt so ein bisschen Spieler. Aber jetzt geht's komischerweise wieder. Okay. So, dann fahren wir mal rechts. Also, ich werde in der nächsten Folge definitiv kein Map-Mod mehr zeigen, weil die Dinge echt das Spiel müssen zerstören. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Und ich stemme auf Tag, weil nämlich, wie gesagt, das seht ihr wahrscheinlich nichts. Also es ist ja wahrscheinlich. Oh Gott! Geil, da ploppt es einfach direkt vor mir auf. Also ich denke ziemlich sicher, dass ihr nichts seht. Fuck, jetzt wollte ich hier eigentlich noch links reinfahren, aber das habe ich jetzt nicht mehr da bremsen können. Okay, da ist er schon. Die werden jetzt ziemlich sicher gleich mit. Ja, Lenkung ist am Start, oder? Alter, wie schnell sind denn die, ey? Das ist doch schon wieder scheiße. Vor allem, weil die Lenkung von den Dingen einfach so sperrig ist. Okay, jetzt reicht's. Straßensperren-Taktik. Ja, yeah, I'm requesting a roadblock. Alter Schwede. Wisst ihr, da braucht man einmal den krassen Überverkehr, dass einfach alles steht und. Nein, er ist einfach nicht da, der Verkehr. Das ist echt scheiße. Und ich drücke erst die Bremse statt des Gas. Das ist mir auch noch nicht passiert. So, ich wechsle mal die Sirene, weil die gleiche Sirene auf Zeit ist echt ein bisschen nervig. So. Mann, wie schnell ist denn der Typ? Der hat einen fucking Van. Das kann doch nicht sein. Und wo ist meine Roadblock? Ja, Scrambling Roadblock. Dann macht halt jetzt endlich mal eine Roadblock, ey. Die fahren ja gar nicht mit dem Van. Oh, sorry. Ich muss gerade echt jede Abkürzung nehmen, die ich krieg. Was macht er hier? Ey, Leute, ne? Ihr sollt eine Straßensperre machen, ja? Oh Gott. Okay, ich muss mal ein bisschen auf Abstand gehen. Weil sonst sterbe ich. Und das wäre nicht so schön, ja? Alter Schwede. Okay, Leute, wisst ihr was? Es wird Zeit für News Air Support. Das könnte jetzt ziemlich tödlich enden, ja? So. Und jetzt. Also ich sehe schon diese Gronkh-Durchsagen, das war das Beste, was wir in diesem Spiel gemoddet haben, ja. Die bringen irgendwie so einen echt geilen Effekt hier rein. So Leute, ich bin dazu gezwungen, dass ich auf die Kleinen hier schießen muss. Mann, was soll denn die Scheiße? Und eure Straßensperren bringen einfach gar nichts. Ihr könntet euch ja wenigstens mal in Pursuit anschließen, ja? Ah, jetzt. Jetzt habe ich zwei. Achso, der News-Helikopter, stimmt. Mann, jetzt du. Mann, jetzt endlich, ey. Ich krieg den Typen nicht. Vor allem, das macht der Helikopter. Jetzt habe ich gedacht, der ist abgebogen, weil der Helikopter ja ablenkt, aber nee. Alter Schwede, dieser Typ, ne? Der ist, da bräuchte ich jetzt hier meinen. So, diesen Dreier-BMW, den wir neulich hatten. Wisst ihr, was ich meine? Diesen E92, den bräuchte ich jetzt. Mann, die kleinen Pisser, ey. So, scheiße gelaufen. So, Freunde, den einen kriegt ihr doch jetzt noch, oder? Oh, oh. Das wird ziemlich tödlich für dich enden, Freund. Ja, ich hab's ja gesagt. So, Freund. Das war's für dich. So, da, so gehen wir um hier mit Leuten, die auf uns schießen, ja? What the fuck? Hä? Was war denn das jetzt? Oh Gott. Ja, ich wusste es. Ja, fahr nur mal über ihn drüber, ne? Alter, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Du bist festgenommen, du Sau. Wieso fährst du nochmal über ihn drüber, ja? Das hat er nicht verdient. Ja, oder so, das geht natürlich auch. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich. Sollen wir mal CPA performen? Ich weiß nicht. Lohnt es sich? Ja, ist kein Problem, ne? Ist kein Problem. Okay, ja, komm, wir machen mal CPA. Oh Mann, jetzt Leute.
Jetzt beruhigt euch doch mal alle, ja? Also, alle beruhigen sich jetzt mal, ja? Alles wird gut. So, dann machen wir mal kurz CPR, ja. Hot Pursuit of an Ambulance, das machen wir jetzt nicht sehr. Das wäre zwar echt verdammt in der Nähe. CPR ist failed, scheiße. Scheiße, der ist tot. Ja, gib it ja nisch. Ihr könnt übrigens mal gerne in die Kommentare Fahrzeugvorschläge reinsenden. Alter, der Staune. Wir werden übrigens auch bald wieder ins Amerikanische wechseln, natürlich. Oh, mein Timer. Ich werde jetzt noch, ich weiß nicht, schätzungsweise 6-7 Autos sind es noch, die ich auf meiner Liste noch habe. Und dann geht's wieder ins Amerikanische, ja. Und da müssen wir dann wieder ordentlich Autos angesammelt haben. Deswegen passt es ja perfekt. So, dann rufen wir mal eine Corona, weil diese jungen Herren müssen ja abgeholt werden. Und ich würde jetzt natürlich schon noch gerne einen Abschlepper rufen, aber das will er gerade nicht so richtig machen. Wieso auch immer. Weiß ich, hier drüben ging's, ne? Wieso kannst du denn hier... Ich will nichts mit dem Buddy machen. Ah, jetzt. Okay, jetzt hat er's. So, Request House Service, Sentinel, genau. Backup needed in Tonga Hills. Das Motorrad lassen wir auch mal noch schnell abschleppen. So, da reicht so ein kleiner Truck. Für das Motorrad natürlich. Und sonst. Ja, der ist immer noch ein bisschen tot. Gut. Und sonst ist die Folge auch schon soweit wieder um, ja. So schnell geht das. Er fährt auch nochmal drüber. Perfekt. Ich wünsche euch so weit noch einen super Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich an dieser Stelle über einen Daumen nach oben und ein Abonnement freuen, ja. Generell würde ich jetzt mal sagen, dass wenn euch LSPD gefällt oder generell euch die Polizei oder Feuerwehr oder EMS oder Notarzt oder generell was hier in der Richtung interessiert, dann würde der Kanal sich natürlich sehr an. Ja, muss ich mal an der Stelle in den Raum werfen. Und sonst, wie gesagt, haut rein. Der Corona rennt weg, weil der Panik hat. Euer Toni Gott. Ich hoffe, das Auto hat euch auch gefallen. Ja. So, tschüss. Da will schon wieder jemand eine Kugel. Glück gehabt. Also, ciao, haut rein.